Okay, da unten ist noch der eine. Aber den kriege ich nicht raus, da sind zu viele drumherum. Ich muss hier vorne anfangen, es geht nicht anders. So, Assam, können wir nichts machen? Nun denn. Speichern wir ein weiteres Mal. Und dann widmen wir uns dieser Vielzahl an Sperrträgern, die ja das eigentliche Problem auch so ein bisschen ist, weil die einfach eine übelste Reichweite haben. Ich habe ja schon mal erwähnt, Reichweite ist ziemlich wichtig in dem Spiel hier beim Kämpfen. So. Mist, das ist jetzt alles noch nicht auf Leben und Tod, stelle ich gerade fest. Aber dann töte ich die, dann schlage ich die halt erstmal so und kümmere mich danach darum, einen zu töten und dann wird das schon alles von alleine gehen. So. Die halten zum Glück nicht so viel aus, habe ich das Gefühl. So, nehmen wir hier den Elite-Krieger. Jetzt geht's los. Schreit Mörder und trinkt erstmal was. Nächsten Mal frisst du Dreck. Ja, jetzt geht's los hier. Ich weiß dich auch. Den nächsten Kampf gewinne ich. So, geh mal bitte auf den hinter dir. Dankeschön. Ich möchte nämlich ein bisschen von der Stadt weg. Okay, ich habe zu viele hier verschont, glaube ich. Mist. So, erstmal den schön weggesäbelt. Hui, jetzt kommen sie aber hier. Ich sollte irgendwie mich ein bisschen rauskämpfen. Ich darf mich nicht einkreisen lassen von denen. Mann, diese verdammten Sperrträger, die sind so lästig. Die sind echt so unglaublich lästig, das geht überhaupt nicht. Bleib stehen, du Hund! Nee, grad nicht. Ah, schneller! Dankeschön. So, komm schon. Neuer Versuch. Gute Asal, mein Freund. Du hältst doch ein bisschen mehr aus, aber trotzdem. Alter. So, das ist echt so nervig mit den Sperrträgern. Man hat solche Probleme einfach, wenn die alle zuhauen, weil die eine übelste Reichweite erreichen. Noch ein Stück. Schaffst du noch, bis die da sind? So, wunderbar. Darfst natürlich auch zuschlagen, schon wenn ich das erste Mal drücke. Das hilft dann auch. So. Erstmal hier den Kleinen. So, Muntersier. Erstmal Muntersier. Der kann mich vergiften, der kleine Sack. Kann. Scheint es nicht immer zu tun, wie es aussieht. So, schön den Berg hoch. Jawohl. Ugrasal, hatte ich den nicht gerade schon mal angegriffen? Hat er sich wieder geheilt oder was? Kann natürlich sein, ne? Aber diesmal bleibt er nicht verschont. Oh, komm schon, ne? Es ist nervig. Es ist echt nervig. Lauf. Ich hasse diese Sperrträger. Bleib stehen, du! Nein, ich bleib nicht stehen. So, friss und nochmal. Ich schick dich zu Belja. Das klang jetzt wundervoll. Okay, erstmal Assam. Die Teemischung ist weg. So. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich gar keine Erfahrung krieg, aber ich meine, ich habe ihn ja schon mal umgenietet. Dreh dich bitte um, ich möchte bergauf kämpfen. Danke. Kämpfe nicht bergab. Lauf doch mal weg hier. Ach, komm schon. Der macht es einem aber auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ne? Nee, gerade nicht. So, mein Leben sieht verdammt gut aus. So, aber ich knusper jetzt erstmal ein bisschen hier an meinem Fleisch rum. Das ist halt Mist mit den vergifteten Klingen. Also das zieht nicht viel ab, aber das hält eine ganze Weile an und dadurch ist es schon ein bisschen nervig. Wir hatten das ja auch schon mal, als wir in Lago waren.
ist dein Ende! Wie kommt der denn hier angestürmt? Ach, Kasim! Du blöder Hund! So, mit dir hatte ich sowieso noch eine Rechnung offen. Wunderbar. Das hatten wir auch schon mal in Lago, als wir gegen die Blutfliegen gekämpft haben, wenn ich mich recht entsinne. Willkommen an den Brunnen von Ishtar. Ich bin Giacomo. Wenn du Wasser kaufen willst, bin ich dein Mann. Na klar. Das brauche ich gerade. Schön, wie die hinten warten, die anderen. Hier, die Dietriche kaufe ich mal. Tatsächlich. Und dafür kriegst du hier... Boah, nee, das ist zu viel. Haben wir hier nicht irgendwelche rostigen Schwerter oder so? Hier, Holzfäller-Axt. Genau. Ach, scheiß drauf, Vollausgleich. Komm, bei den kleinen Beträgen, das ist auch Wurst. So, wir gehen aber mal kurz weg von Giacomo und Co. Ich glaube zwar nicht, dass wir bei Kafa irgendwas machen können, aber ich will trotzdem... Ach, stimmt. Jetzt wirst du sterben. So, dann müssen wir mal hier kurz... Okay, es hilft ja nichts. Sosurus, mein Freund. Dein Ende! Und damit erhöht sich unser Ruf in Ishtar. Das ist wundervoll. Ich werde dich töten. Ja, weiß ich doch. Willst du? Schaffst du bloß nicht. Das ist das Problem. Okay. Es sind immer noch ziemlich viele, muss ich sagen, die sich hier um mich gesellen. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal Surus weg und damit eine ziemlich große Gefahr, weil der noch der einzige verbliebene Schwarzmarke war in der Stadt. Wobei Zuben, ich weiß gar nicht, Zuben kämpft eigentlich mit seinen Großschwertern, aber ich bin mir nicht sicher, ob der auch mit Magie dann kämpft, wenn er auf Entfernung kommt. So, Emmet, eigentlich bist du ein gechillter Mann, Emmet. Ich will dich ja gar nicht angreifen. Du kannst von mir aus auch wieder irgendwo hingehen und ein bisschen kiffen. Dann tue ich dir nichts. Alter, beim ersten Mal. Durch den durch, oder was? Alter, was? Willst du mich verarschen? Ach, komm schon. Mann, ey. Bleib stehen, du Hund. Nein, gerade nicht. So, ich gehe mal hier hin. Dann wollen sie nämlich erstmal unten gegen den Hügel rennen. Das ist ganz gut vielleicht. So. Passt. Komm her, Emmet. Komm schon. Komm schon. Nee, Emmet habe ich gesagt. Nicht der komische Typ da. So, ist jetzt natürlich blöd, so zu kämpfen. Ich glaube, ich springe auch mal wieder. Ich springe nicht, weil der Held wieder irgendwie rumspackt. Oh Gott, ich muss hier weg. Aus dieser Ecke. Oh, komm schon, hä? So. Zuben ist selbst schon da. Hallo. Ja, Zuben kämpft also doch bloß mit im Nahkampf mit den Schwertern. Zuben selbst mischt sich jetzt schon ein. Na gut. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich weiter auf Zuben jetzt direkt gehe oder ob ich erstmal die anderen nehme. Okay. Ich nehme erstmal die anderen. Ich habe bloß nicht so viel verlangen, in Zubens Schwerter reinzurennen. Das ist das... Oh! Das Problem. Oi, was hat der mir denn gerade zugefügt? Bleib stehen, du Hund. Nein, danke. Muss nicht sein. So, einmal trinken. So, jetzt geht's wieder los. Okay. Erstmal die Elite kriege und dann ist Zuben dran. So. Ah, noch einer, verdammt. Ich dachte, das ebbt irgendwann mal ab hier. Aber da kommt echt einer nach dem anderen angeschissen. So, löschen wir die Stadt aus, während wir vor der Stadt stehen. Was? Mit jedem Sieg werde ich stärker. Wirklich? 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 Pass auf, Leute. Ich... Scheiße. Was war das denn gerade? Der hat gerade wieder total rumgespackt und nichts getan. Genau deswegen wollte ich erst Zuben töten, weil der schon ein bisschen mehr reinhaut mit seinen Schlägen. Und ich weiß auch nicht, was genau das hier mit dieser Farbänderung ist. Ich werde jetzt erstmal abseits der Aufnahme noch ein paar töten. Und dann nehmen wir uns die
die letzten paar nehmen uns dann wieder in der Aufnahme vor und dann, ja, dann machen wir da weiter. Ach, das kotzt mich gerade an. Ich habe auch das Speichern vergessen, dummerweise. Also, bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Der Boss selbst hat sich wieder rausgeschlichen. Cheffe selbst ist wieder da. Ich muss gleich unbedingt noch speichern, aber ich will noch kurz Makkas töten. Okay. Ich das befreit. Speichern. Das ging jetzt irgendwie gerade schneller, als ich dachte. Da habe ich ja genau im richtigen Moment wieder eingesetzt. Gut, die Assassinen flüchten, aber wir widmen uns natürlich noch dem, der unser eigentliches Anliegen hiermit ist. Wir töten Zuben. So, wenn wir nur noch gegen ihn kämpfen, ist es natürlich ein ganzes Stück einfacher. Wir können uns hier durchklickern. Ich habe jetzt mal die Kämpfe hauptsächlich hier vorne in der Ecke durchgeführt. Wie ihr seht, hier ist ein unglaubliches Schlachtfeld entstanden dadurch. Lief ein ganzes Stück besser als vorhin, muss ich sagen. Ich habe bei weitem weniger einstecken müssen. Und auch Zuben hat es nun hinter sich. So, ich sag mal seine Großschwerter ein. Großschwerter, habe ich gesagt. Dankeschön. Und da ist der Stab des ewigen Wanderers. Her damit. Wir haben ihn. Den Stab des ewigen Wanderers. Und damit haben wir wieder eine Hauptquest erfüllt. Und wie weißt du, wenn der hier immer bei uns vorbeigerannt kommt? Oh, du bist zu dumm, ihn zu treffen. Den hole ich mir mal noch gerade. So. Und damit haben wir im Prinzip alle Voraussetzungen erfüllt, um das Spiel abzuschließen. Jetzt ist also wirklich bloß noch Just for Fun so ein bisschen. Denn so einen richtigen Endgegner gibt es eigentlich nicht. Wir haben alle Artefakte Adanos gefunden und wir haben den Stab des ewigen Wanderers und das Zepter von Varant uns geholt. Und wenn wir dann zu Xardas gehen würden, würde er mit uns dann auf eine weite Reise gehen. Das werden wir uns noch anschauen, aber natürlich wollen wir vorher noch ein bisschen hier befreien. Da haben wir noch ein bisschen was zu erledigen. Denn ich möchte schon noch den Nomaden ein bisschen was gönnen hier. Ich möchte nämlich die Städte befreien von den Assassinen. Das bin ich auch den Wassermagern irgendwo schuldig, nachdem ich die jetzt getötet habe. Was mir immer noch verdammt leid tut. Ich möchte mich nochmal dafür entschuldigen, weil ich habe da wirklich ein schlechtes Gewissen. Und meine Frau hat auch schon ganz gereizt darauf reagiert, als ich ihr das gesagt habe. Denn meine Frau spielt auch bei uns im Rollenspiel mit und spielt eine Wassermagerin. Ja, deswegen muss ich dann irgendwie so ein bisschen Wiedergutmachung leisten. Es gibt ja keine Wassermagier mehr im Spiel. Jetzt, weil ich alle getötet habe, leider. Was mir sehr leid tut, immer noch. Ich kann es noch tausendmal sagen und es tut mir dann immer noch leid. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal mit was Kleinem an. Zum Beispiel, mit Lago, weil in Lago sowieso schon die Kacke am Dampfen ist, haben wir ja schon mal so ein bisschen dafür gesorgt, dass Krieg anfängt, weil wir Fabio umgebracht haben, wenn ich mich nicht irre. So, aber vorher will ich natürlich noch kurz hier sammeln. Wieso sind die Sperre eigentlich so weit weg von den eigentlichen Leichen? Das ist schon komisch. Naja. So, jetzt müsste ich aber so langsam alle haben. Setzt auch schon wieder die gechillte Musik ein. Und da ist es schon wieder vorbei. Das ist doch ärgerlich. Ich mag die nämlich total. Die normale Varant-Musik, die ist einfach toll. So, der hat nicht mal seine Waffe gezogen. Das ist auch super. Na, mein Freund. Dein Zweier-Waffenkampf-Zweier, der ja nicht so viel gebracht, oder? Mein Freund hier, hä? Ukrasal. Siehst immer noch reichlich tot aus. So, okay. Wir haben die Leichen geplündert, aber was noch viel wichtiger ist, um ein bisschen an Geld zu kommen, wir können jetzt Zubens Palast plündern. Das ist doch noch viel interessanter, denn dort liegt einiges an Gold rum. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe vorhin, als ich die seltsame... Ja, ich habe einen Huhn getötet übrigens. Tut mir auch leid für das Huhn. Ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe, als ich vorhin die Cheat- und Unsinn-Folge gemacht habe. Aber im Zubens Palast gibt es einiges an Schatzkammern. So, zunächst aber mal gehen wir mal unseren Freund den Sklaven mit Namen suchen.
Vielleicht können wir da ja irgendwas jetzt noch als Belohnung uns ja einheimsen. Ich glaub's aber bald nicht, ehrlich gesagt. Und ich finde ihn auch gerade nicht. So. Wir sammeln aber noch ein bisschen weiter, ne? Vor allen Dingen die Truhen. Ich muss noch unbedingt schwere Truhen öffnen. In irgendeiner schweren Truhe ist mal so ein Großschwert drin, wie wir es gerade von Zuben gesammelt haben. Das kann ich dir mal kurz zeigen. Hier, Großschwert hat einen Klingenschaden von 57, obwohl es abgenutzt ist. Also das hat dann schon gut Schaden, wenn wir das dann so in richtiger Form hätten. Hätte es Schaden. Hätte es guten Schaden. Genau, sieht dann so aus. Könnt ihr auch mal beide anlegen hier, die Großschwerter. Oder auch nicht. So, jetzt können wir das. Sieht dann so aus. Sind schon schicke Dinger. Sind auch ziemlich lang, muss ich sagen. So, aber bringt uns jetzt natürlich erstmal nichts. Du kannst es hier auch rausnehmen. Dankeschön. So. Wieder zurückgewechselt. Und wir sammeln mal ein bisschen weiter. Aus irgendeinem Grund machen die Sklaven einfach weiter wie bevor. Wie bevor, genau. Wie zuvor. Business as usual. So. Aber das muss uns nicht interessieren. Es kann auch sein, dass wir jetzt gar nichts dafür bekommen von dem Sklaven oder auch keinen Dank bekommen dafür, wenn wir jetzt sagen, dass wir befreit haben. Weil wir das Quest ja nicht wirklich angenommen haben vorher, sondern wir sind ja so jetzt da reingestolpert. Wir konnten es ja nicht annehmen, da wir diese Prüfung nicht machen konnten. Das war ja das Ärgerliche dabei. Uninteressant. Ja. Deswegen, naja, müssen wir das halt so hinnehmen, dass das alles so ein bisschen unvollendet ist. Aber das unvollendet ist, glaube ich, der zweite Vorname dieses Spiels. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. So, noch eine Truhe. Wunderbar. Die Sache ist nämlich, ich habe nochmal nachgeguckt, wie genau das ist. Es gibt verschiedene schwere Truhentypen. Die heißen ja schwere Truhe, alte Truhe, Metalltruhe und so weiter. Und halt, hier ist er. Du hast uns den Sieg gebracht. Okay, wenn es das ist, schon gut von mir aus. Genau, und mit den Truhen ist das so, dass Truhen einer Art gezählt werden, sozusagen. Wir sehen übrigens, wenn wir Wasser trinken, hält das unser Leben, wenn auch nicht allzu sehr. Ich wollte bloß mal was trinken, mal was trinken lassen. Genau, die werden dann gezählt, also wie viele alte Truhen man schon geöffnet hat und so weiter. Und je nachdem, wie vielte man öffnet, ist dann der Inhalt auch entsprechend. Und in der 35. schweren Truhe ist ein Großschwert drin. Habe ich gelesen. So, ne, wir sammeln jetzt nicht alles ein. Wir können hier noch die ganzen... Lass die Schwerter stecken. Wir können ja noch die ganzen Äpfel und Birnen bestimmt auch einsammeln, aber muss ja nicht sein. Wir sammeln mal nur hier solche Sachen ein, wie Gold und Flächen. Und natürlich, wenn wir irgendwelche Truhen haben. So, hier zum Beispiel. Wir haben jetzt aber gar nichts weiter an Ruf dafür bekommen, dann, dass irgendwelche Leute noch wegrennen, oder? Als wir dann die Stadt befreit hatten. Oder bilde ich mir das nur ein? Ja gut, wer weiß.